Willkommen bei Segeburg. Wie ihr sehen könnt, wurde es bei mir höchste Zeit für neue Sicherheitsschuhe. Ich kann sagen, dass ich die Schuhe wirklich maximal verschlissen habe bis zur Grenze. Ja. Der ganze Boden ist jetzt durch. Hier sieht man sogar die Stahlkappen unten. Ja. Hier oben geht es noch. Aber das geht so nicht mehr. Seit langer Zeit entschied ich mich mal wieder für Stiefel. Ja, diesmal von Lubriflex. Speziell heißt das Modell Sportive Hunter Pro. Ja, wollen wir mal reinschauen. Ja, sehen wirklich sehr schick aus. Schönes Profil. Tolles Material. Ist sogar Schnittschutz Klasse 3. So, dann ziehe ich sie gleich mal an. Trotz dass es Stiefel sind, lassen sie sich sehr leicht anziehen. So, Stiefel sind angezogen und ich sehe gerade jetzt, dass sie sogar farblich zu meiner Schnittschutzhose passen. Ja. Kurzer Probelauf. So, die Schuhe sitzen, sind bequem. Ich werde jetzt mal einen Monat lang testen und dann sehen wir uns dann wieder. Zwischendurch werde ich mal ein paar kleine Szenen einblenden. Bis dann. So, hier bin ich wieder. Wie vielleicht der ein oder andere von euch bereits gesehen hat, habe ich den Testzeitraum doch ein bisschen verlängert. Aus einem Monat wurden dann schließlich 9 Monate. Und ich kann wirklich sagen, dass ich die Schuhe hier von Lubriflex
wirklich zu allen Witterungsbedingungen im Einsatz hatte, beziehungsweise Jahreszeiten, angefangen von nasskaltem Wetter im Frühling bis hin zu Warmtemperaturen im Sommer, da waren es um die 25, 30 Grad, bis jetzt in den Herbst und Winter hinein, wie ihr vielleicht jetzt gerade noch gesehen habt im Video, bei Schnee, überall hatte ich die Schnittschutzschuhe im Einsatz. Was mir von Anfang an sehr, sehr gut gefallen hat, ist der hohe Tragekomfort. Ich habe mich in den Schuhen sofort wohl gefühlt. Ja, sie bieten außerdem eine sehr, sehr gute Standfestigkeit, egal in welchem Gelände. Ja, man kann die Schuhe auch über Stunden tragen. Meine Füße haben sich immer wohl gefühlt und das werden sie auch weiterhin. Die Schuhe sind auch gut gepolstert, sodass man im Winter bei kälteren Temperaturen auch nicht frieren muss an den Füßen. Und man könnte zwar jetzt der Meinung sein, dafür schwitzt man im Sommer. Nein, das tut man nicht, dann sind die Schuhe gut durchlüftet. Ja, und alle anderen Eigenschaften, so kann ich vom Hersteller bestätigen. Es tritt wieder Wasser ein, also sie sind wasserabweisend. Ja, sehr gut stabilisiert von außen. Ja, und der, neben dem Schnittschutz bietet auch der generelle Schutz hier vorne auch eine gute Sicherheit. So ist mir zum Beispiel ein Stamm beim Sägen auf die Vorderfüße gefallen. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ja, also hier vorne ist auch ein sehr, sehr guter Schutz gegeben. Ja, sonst wären meine Füße jetzt platt. So, von meiner Seite aus war es das erstmal. Und wie gesagt, ich kann die Schnittschutzschuhe von Loop Reflex sehr empfehlen. Ich werde die auch weiterhin tragen. Ich hoffe, das Video hat euch ein klein wenig gefallen, konnte euch vielleicht auch weiterhelfen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich gehe jetzt weiter sägen.